Also wir werden schneller, auch wenn sich manche Gespräche immer noch länger ziehen. Und wenigstens sind wir bei den Rohstoffen im Positiven. Oh, Flugzeugabsturz. Eine unserer Passagiermaschinen wurde letzte Nacht über fremden Luftraum abgeschossen. Die Verantwortlichen beteuern, es handle sich um einen schrecklichen Fehler, da das Abwehrsystem ohne Befehl aufgrund eines technischen Defekts eigenmächtig handelte. Aber das ist für die betroffenen Familien ein schwacher Trost. Korrekt. Und anscheinend war das Nepal. Sie müssen für ihren Leichtsinn bezahlen. Kriegstreiber plus 5. Beziehungen zu Nepal minus 20 für ein Jahr lang. Unzufriedenheit plus 4%. Ah, Unzufriedenheit plus 4% bei Nepal. Und bei uns Unzufriedenheit plus 8%. Wir müssen uns darauf konzentrieren, den Familien bestmöglich zu helfen. Geld und AP geben wir aus und Unzufriedenheit plus 4%. Ach, eine Welt ist schwarz und weiß. Ja, nur diese zwei Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Okay, Sie müssen für Ihren Leichtsinn bezahlen. Klingt recht energisch. Und ich kann nachvollziehen, warum der Punkt Kriegstreiberei dort dann dasteht. Also wir wissen nicht, wer bezahlen muss, was genau mit ist es Leichtsinn gewesen, ist es ein technischer Fehler gewesen, ist es menschliches Versagen gewesen und so weiter und so fort. Also wer bezahlt in wie? Und der andere Aspekt, wir müssen uns darauf konzentrieren, den Familien bestmöglich zu helfen, das steht für mich außer Frage. Ja, eigentlich schon, genau. Insofern ist für mich logisch Nummer zwei, was aber jetzt nicht ausschließt, dass man den Familien nur hilft, indem man sie sozial unterstützt oder psychologisch unterstützt. Ja. Sondern es kann auch eine Unterstützung sein, zu sagen, hey Leute, wir müssen das aufklären, wir müssen rausfinden, was da passiert ist und dann gucken, wie wir damit umgehen. Aber erstmal müssen wir rausfinden, was passiert ist. Und dieser Teil steht momentan nirgendwo dabei. Ja, leider. Und weil der nicht dabei steht und ich nur schwarz oder weiß habe, bin ich für Familien bestmöglich helfen. Das, da würde ich auch bei dir sein. Ja. Finde ich gut. Halt ärgerlich, dass wir 100 AP dafür ausgeben, aber ja, ich würde das nehmen. Genauso wie du. Nepal. Nepal hat eine neuseeländische Passagiermaschine abgeschossen. Aus Versehen. Interessant. Ja, es passiert halt das ein oder andere Mal im nationalen oder internationalen Luftraum. Ja, und Weihnachten verstreicht. Jahren. Weihnachten 2025. Und wir kommen in das Jahr 2026. Ja. Gesundes Neues, André. Ja, herzlichen Dank. Dir ebenso. Dir ebenso. Und es sind noch 35 Tage. Ich mach mal gerade auf Pause. Wie sieht's aus? Noch 6 Tage und wir fragen wieder nach Unterstützung. Also müssen wir jetzt gerade. Das ist, es führt irgendwie kein Weg dran vorbei, habe ich das Gefühl. Australien, wie ist denn unsere... Achso, wie ist denn unsere... Beziehung ist 150. Wir können wieder fragen. Nach wir können AP. Wir können auch bei denen nochmal investieren. Ich glaube, das ging auch wieder, oder? Ja, wir können Infrastrukturmaßnahmen ergreifen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Provinzbevölkerung 2. Ich würde mal sagen, da könnten wir wieder infrastrukturelle Unterstützung leisten. Und dann fragen wir auch für nach APs. Infrastruktur, IME des Blockmitglieds, Neuseeland plus 3. Erhöht sich für 3 Tage, für 2 Jahre.
Provinz-BIP steigt, Beziehung Australien plus 5, genau. Können wir machen, kostet uns einiges an Rohstoffen, aber können wir uns leisten. Ja, finde ich auch gut. So, und dann Blockaktion. Könnt ihr uns noch ein paar AP-Punkte geben? Ihr habt doch fast 10.000. Wir darben. Wo nehmen die her? Ja, sie haben sehr viele Provinzen und eine viel größere Bevölkerung als wir. Und wir darben so vor uns hin. Ja. Nicht, dass wir doch irgendwie versuchen müssen, auf die kleinen Pazifikinseln zuzugehen und mit denen irgendwelche weiteren Integrationsbemühungen zu starten. Einfach damit wir im Wettkampf um Aktionspunkte mitmachen können. Ja. Okay, Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das ist schon mal schön. Wir haben APs bekommen. Pingu, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Mach's gut. Ja, bis dann. So, das hat funktioniert. Und wir investieren wieder, beziehungsweise investieren nicht nur, wir helfen bei der Infrastrukturentwicklung von Australien. Oh, Beitrag zur Spendensammlung. Es geht weiter. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Selbes wie vorhin. Wir müssen die Diskussion, glaube ich, nicht wiederholen. Wir machen wieder das. Einfach um zu gucken, was passiert, oder? Ja, ich bin da ganz bei dir. Okay. So, und Projekte neigen sich dem Ende und wir haben Gott sei Dank wieder AP. Das ist sehr schön. Handelsabkommen wurde umgesetzt. Also das Projekt für die Block-Integration. Handelsabkommen haben wir umgesetzt. Das nächste wäre Vereinheitlichung der Gesetzgebung. Block-wirtschaftliche Integration nochmal plus 10. AP-Unterhalt für Block-Anführerprojekte Neuseeland 20. Heißt das, unser AP-Unterhalt steigt weiter? Ja. Und dieses Projekt kann auch nicht abgebrochen werden. Also das, was wir vorhin hatten, dass man bestimmte Sachen abbrechen kann, geht, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Das geht generell bei allen Block-Sachen nicht, ja. Das heißt also, wenn wir uns im Block einmal darauf einlassen, kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Also grundsätzlich bin ich ja schon für Integration, aber ich bin mir noch nicht, ob Vereinheitlichung der Gesetzgebung jetzt das ist, worauf ich. Hier bei der gemeinsamen Bildungsplan steht sowas nicht dabei. Auch kein erhöhter Unterhalt, was AP angeht. Ja, wir haben ja auch alle was davon. Insofern, das, wie man das umsetzt, würde mich wirklich interessieren. Mhm. Aber da müssen wir uns ja nicht drum kümmern. Ja, und ein höherer Index für menschliche Entwicklung gibt auch mehr AP. Also. Richtig. Insofern ist das ja eigentlich eine gute Investition, würde ich sagen. Korrekt. Machen wir das und dann als nächstes wird, da bin ich jetzt schon sehr drauf gespannt, wird die nächste Siegesbedingung gleich fertig sein. Projekt Qualitative internationale Beziehungen wurde umgesetzt. Oh. Okay. Weltregierungsambitionen. Das ist eine direkte Folge daraus, dass wir das hier gemacht haben. Das ist es also. Jahrzehntelang träumte unser Volk davon, die Welt anzuführen. Nun ist der Zeitpunkt endlich gekommen. Wir können mit der Bildung einer Weltregierung beginnen. Wenn wir unsere Ambitionen verlautbaren, werden wir damit die Aufmerksamkeit der Welt auf unsere Nation lenken und es wird ein wenig schwieriger für uns werden, unser Ziel zu erreichen. Das ist das Risiko, das wir eingehen müssen, sagt unser Hauptberater Taxman. Stimmt, Taxman. Also
Also gut, verkünden wir unser Vorhaben, die Weltregierung anzuführen. Uiuiui. Beziehungen zu Ländern außerhalb unseres Blocks minus 20 für 2000 Tage. Blockbeziehungen Neuseeland, ich nehme mal an, plus 5 für ein Jahr. Blockbeziehungen zu anderen Blöcken minus 10. AP-Einnahmen minus 5%. Oh, scheiße, ey. Okay, immerhin. Vielleicht sollten wir diese Entscheidung ein Jahr aufschieben. Vielleicht sollten wir diese Entscheidung 10 Jahre aufschieben. Ich habe kein Interesse mehr daran, einen derartigen Sieg zu erringen. Vergessen wir die Sache. Nee, vielleicht sollten wir die Entscheidung 10 Jahre aufschieben, finde ich ganz schön. Ja. Ja, bis dahin haben wir uns irgendwie entwickelt. Die entsprechenden Gesetze wurden verabschiedet. Ich bin auch bei dir, 10 Jahre. 5% Fortschritt immerhin. Versteckte Bedingungen. Versteckte Bedingungen werden aufgeweckt, sobald die verfügbaren Bedingungen erfüllt wurden. Ich habe die verfügbaren Bedingungen erfüllt. Dann sag mir doch mal, was da noch kommen muss. Na gut, vielleicht müssen wir das ankündigen, damit das passiert. Sudan ist im Block, hat sich dem Block Saudi-Arabien angeschlossen. Okay. Wir können mal nach unserem Krieg gucken. Ups. Der da immer noch, der einzige, der da immer noch tobt zwischen Iran und Pakistan. Die bekriegen sich immer noch. Na gut. Kann ja auch mal ein Jahr dauern, ne? Sowas. Okay. Irgendjemand spielt hier nicht fair. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass einer unserer Mitstreiter im Spendensammlungsereignis plant, ein Mitglied des Komitees zu bestechen. Wenn das wahr ist und er damit erfolgreich ist, erlangt er damit zweifellos einen Vorteil gegenüber uns und den anderen Teilnehmern. Sollten wir ihn beschuldigen und damit an die Öffentlichkeit gehen? Wir müssen unsere Agenten entsenden und Beweise finden, wenn wir irgendetwas damit erreichen wollen. Kasachstan. Wir haben keinen Agenten. Übrigens. Ein Agent kostet 4000 Aktionspunkte. Ja, übrigens. Es ist das erste Mal, dass in dem Spiel sowas kommt wie, wir müssen jemanden entsenden und Beweise finden, damit wir etwas erreichen wollen. Es ist mal nicht nur eine Behauptung. Stimmt. Also insofern entwickelt sich das Spiel auch mit, und ja, na klar, das ist viel zu teuer, wir haben halt keinen Agenten. Ja, lassen wir es bleiben, ne? Hm. Ja. Oh, und wir haben natürlich einen freien Projektplatz. Ja, also wirtschaftlicher Fokus. Da können wir jetzt Ressorts machen. Bitte? Ja, genau, das, da bin ich, da wollte ich auch hin. Genau, damit wir, wenn wir das erforscht haben, unseren Tourismus ausbauen können. Hier gibt es sogar noch mal einmal Index menschlicher Entwicklung plus 1. Ja, machen wir das mal. Ja, Horst hier sagt übrigens gerade, dass das so ein bisschen klang, als würde es um einen Mietagenten gehen. Ja. Ja, jetzt wo du sagst, stimmt, habe ich in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber das kann auch daran liegen, dass ich finde, dass es Geheimdienste in staatlichen Händen sein sollten. Dann kann man Leute direkt verantwortlich machen und sie nicht auslagern in Privatunternehmen. Weswegen ich auch wirklich nicht an den Mietagenten gedacht habe, aber ja. Stimmt, das hätte tatsächlich so sein können, weswegen diese hohen Kosten da sind. Ja. Okay, dann setzen wir mal Ressorts um und können danach unsere Tourismuszone ausbauen, wenn das erforscht ist in 150 Tagen. Das ist doch mal schön und das sorgt für eine gute Wirtschaft. Und was erstaunlich ist, guck mal, unser BIP-Wachstum ist plus 0,22. Das ist, die Weltwirtschaft ist gerade, der geht's richtig gut. Unsere Arbeitslosigkeit geht zurück. Langsam, aber stetig. Und diplomatische Aktion, infrastrukturelle Unterstützung wurde erfolgreich mit Australien umgesetzt und wir haben einen Wohlwollenspunkt erlangt dadurch. Das ist doch sehr schön.
Das heißt, wir können das nächste Mal um AP bitten, mit einem Wohlwollenspunkt boosten. Libyen hat sich der Achse von Türkei angeschlossen. Interessant. Und Volksrepublik China führt Krieg gegen Pakistan. Oh. Wo denn? Also, Pakistan. Wahrscheinlich hier oben irgendwo, ne? Ah, weiter im Norden. Ich glaube, ich habe da irgendwas aufblitzen sehen gerade. Und da fliegt irgendwas. Das war ein normales Flugzeug. Die fliegen ja ab und zu immer mal rum. Aufblitzen, aufblitzen. Ja, diese Provinz hier ist so riesig. Keine Ahnung. Hm. Sie befinden sich im Krieg, aber vielleicht haben die Kampfhandlungen noch nicht angefangen. Okay, da stehen irgendwelche Armeen. Ja. Hatten nicht China und Indien jetzt über den Sommer so ein bisschen Grenzscharmütze? Jetzt in der realen Welt, meinst du? Ja, ja, ja. Hab ich auch nichts von mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles nicht so schlimm. Kaschmir-Konflikt, ja, genau. Na, das wäre ja dann aber wieder was anderes. Also, dann. Was aber wäre das denn dann? Kaschmir-Konflikt. Kaschmir müsste doch Indien und Pakistan sein, oder? Ja, ich glaube schon. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich so komplett daneben liege. So, ja, ich glaube, danach fragt Horst die ja auch, ne? Warum Iran und China gegen Pakistan? Warum bekriegen sich nicht Indien und Pakistan? Wie sich das gehört? Ist Kaschmir und dann gibt es tatsächlich einen Grenzkonflikt im Himalaya. Deutschlandfunk hat es zusammengefasst unter Kalter Krieg zwischen Indien und China. Und zwar geht es um den Grenzverlauf in Ladakh. Ah. Und es gab auch schon mal einen indisch-chinesischen Grenzkrieg. Der war im Jahre 1962. Aber ist tatsächlich vor wenigen Wochen wieder aufgeflammt, dieser Grenzkonflikt im Himalaya-Gebirge zwischen China und Indien. So, jetzt richtig formuliert mit richtigen Worten. Oh Mann. Ein Buchstaben. So, wir haben wieder die Nummer mit der Spendensammlung geht weiter. Beitrag zur Spendensammlung. Es gibt eine neue Gelegenheit, einen Betrag zur laufenden Spendensammlung zu leisten. Denken Sie daran, dass Belohnungen für dieses Ereignis normalerweise jenen zugutekommen, die am meisten beigetragen haben. Ja, wir haben es ausführlich diskutiert. Wir nehmen wieder die 600 Geld, weil wir haben gut Geld. Oh, guck mal, unsere Aktionspunkte sind auf null. Ah. Ja, wir können nicht da nicht in den Negativbereich gehen. Ja, die Ressorts waren sehr teuer. Ja. Das ist leider eine Sache. Nehmen wir erstmal die 600 und dann gehen wir mal nach Australien und fragen mal nach AP. Gott sei Dank haben die immer genug. Wir können jetzt einen unserer Wohlwollenspunkte, den wir eben erhalten haben, investieren, um es auf 85% zu pushen. Und ich glaube, das sollten wir auch direkt tun. Bin ich auch dafür. Also dafür stehen wir gerade mit dem Rücken zu sehr an der Wand. Ja. Gib uns bitte AP, liebes Australien. Weil das nächste Ding hier, gemeinsamer Bildungsplan, ist demnächst umgesetzt. Diplomatische Aktion Astro wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Gott sei Dank. Wir haben wieder 2500 Aktionspunkte, aber die schmelzen auch jeden Monat etwas ab. Das ist echt huiuiui, ey.
Oh, da passiert gerade außenpolitisch sehr, sehr viel. Ich gehe mal kurz rein. Uruguay hat sich im Block angeschlossen, Brasilien. Nordmazedonien hat sich im Block angeschlossen, Front von Bulgarien. Kenia hat sich dem Block angeschlossen, Konzil von Äthiopien. Und Indien gegen Pakistan. Horsti! Horsti, du bist ein Wahrsager und Hellseher. Pakistan kriegt's gerade von allen Seiten. Das ist ja... Stimmt. Ja. Ich glaube, drei Nationen würden gerne das Staatsgebiet von Pakistan untereinander aufteilen. Das wäre auch nochmal spannend zu wissen, wie die Staaten zueinander stehen. Ja, das, diese Ansicht habe ich jetzt gerade eingestellt. Beziehungen. Pakistan hat null Beziehungen zu Indien, Afghanistan und China. Kann das sein? Ja, ich meine eher, welche Beziehungen Indien und China beispielsweise zueinander haben. Indien und China verstehen sich auch nicht sehr gut. Also deswegen also ist es rot. Und Iran, Indien und Volksrepublik China verstehen sich auch nicht gut. Also streiten sich drei wütende Hunde um ein Stück Fleisch. Könnte man das so interpretieren? Na, aus irgendwelchen Gründen führen sie zumindest alle Krieg mit oder gegen Pakistan. Die Gründe wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie genau. Und wir wissen auch nicht, ob die Staaten sich wiederum untereinander abgesprochen haben. Momentan gehen wir davon aus, dass nicht. Ja. Keine Ahnung, was da der Kriegsgrund ist. Auslöser, Anlass. Auf jeden Fall spannend, was da hinten losgeht. Da oben in unserem Fall. Oder ja. Da unten? Da hinten. Da hinten. Ja. Oder da drüben ist weniger. Ist einfach woanders. Ja, stimmt. Schon wieder. Nicaragua hat sich dem Block angeschlossen, Ecuador. Und Simbabwe hat sich dem Block angeschlossen, Konjunktion von Angola. Schöner Name, Konjunktion von Angola. Da frage ich mich auch, was das eigentlich bedeutet und wo das herkommt. Guckst du das gerade nach? Ja, ich kann nicht anders. Mich überfällt ein kleiner Hunger, deswegen muss ich ab und zu mal so einen kleinen Löffel essen. Naja, mein Neid ist mit dir. Projekt gemeinsamer Bildungsplan wurde umgesetzt. Also, nächste Wahl steht am 19.09.2026 an, in 100 Tagen. Wir sind im Moment immer noch eine Demokratie. Von unseren Punkten her zu urteilen. Das ist ja ganz schön. Ja, aber auf die Wahl haben wir nicht direkt einen Einfluss, ne? Also das ist, wir können nicht abgewählt werden, wenn ich das, sondern nur die Parlamentszusammensetzung ändert sich. Finde ich auch ein bisschen strange, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt sind wir, ich gucke jetzt nochmal bei den Blogprojekten. Hast du was rausgefunden? Nee, gar nicht. Also Ergebnis war null, insofern keine Ahnung, wo dieser Begriff herkommt. So, Austausch von Wissenschaftlern könnten wir jetzt da unten weitermachen mit. Würde 2200 Aktionspunkte kosten. Das ist echt zu viel. Wissenschaftliche Integration plus 10. Blockbeziehungen Neuseeland 10 hoch. Blockbeziehungen zu anderen Blöcken 5 hoch. IME des Blockanführers, das wären in diesem Fall wir, Neuseeland, auch nochmal um 3 hoch. Keine zusätzlichen AP-Kosten. Ist verlockend. Ja, das gefällt. Es ist ziemlich verlockend. Wir haben ja auch nur Australien als Partner.
Ja, und guck mal, ne, unser IME ist gestiegen und wir waren eben bei minus 141. Jetzt sind wir bei minus 101. Ja. Insofern, komm, ich bin dabei. Lass uns das tun. So, wir entwickeln uns in diese Richtung. So, und da oben, Tschechien hat sich dem Block Frankreich angeschlossen. Guck an, guck an. Und ich glaube, oh, jetzt minus 95 nur noch. Ich glaube, es ist wieder an der Zeit. Nee, wir müssen noch 16 Tage warten, bis wir Australien wieder anpumpen können. Ja, wir können jetzt die Zeit einfach vorlaufen lassen. Oh. Mhm. Ja. Aktion. Aktion 364 Tage. Aktion erlangen 346 Tage verbleibend. Unternehmen Sie etwas. Sammeln Sie Aktionspunkte. Wir müssen mehr als 2000 Aktionspunkte haben. Belohnung ist, wir kriegen 2000 Geld. Strafe, wir kriegen minus 2000 Geld. Ja, das ist ja gar kein Problem, diesen Auftrag zu erfüllen, weil wir jetzt demnächst wieder Australien nach Aktionspunkten fragen. Und dann kriegen wir ein bisschen Geld dafür. Mhm. So, ist es schon soweit? Noch drei. Ja. Und dann machen wir das mal. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Es hilft alles nichts. Aber es ist schon mal schön, dass wir hier anscheinend aus dem Miesen anfangen rauszukommen durch Ask for Governmental Assistance in Australien ist fehlgeschlagen. Und wir waren bei 85%. Nee, 75 dieses Mal. Ach doch, Mist. Ja. Ach. Aber immerhin sind wir bei 150 Beziehungen. Das scheint also... Brauchen wir Aktion... Ja? Brauchen wir Aktionspunkte, um die nach Aktionspunkten anzubetteln? Ich weiß das gerade gar nicht mehr so richtig. Das kostet jeweils 1000 Geld. Puh. Ja. Oh. Korruption auf höchster Ebene. Ein gewisser Politiker wurde bei der Annahme von Bestechungsgeldern auf frischer Tat ertappt. Wie sollen wir damit umgehen? Stellt den Politiker öffentlich an den Pranger. Unzufriedenheit 5%. Mindestbeziehungen für Blockunterhalt Neuseeland. Plus 5, nehme ich mal an. Block wirtschaftliche Integration minus 5. Oh Gott. AP minus 150. Kehrt diese Angelegenheit unter den Teppich. Geld minus 200, AP minus 150, persönliche Kontrolle. Minus 1. Okay. Hoffentlich hat er nicht alles genommen. Geld minus 500. IME minus 1 für 50 Tage. Unzufriedenheit plus 10%. All diese Optionen gefallen mir überhaupt nicht. Ja. Ja, auch nicht. Alle aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber es gibt keine, der ich jetzt gerade... Wo ist entlassen? Ach, ich hätte gerne einen Knopf entlassen. Genau. Entlassen und untersuchen gegebenenfalls dem Ganzen rechtlich nachgehen. Ja. Also... Wenn Korruption eine Straftat ist, dann muss das auch dementsprechend behandelt werden. Das mit dem öffentlich an den Pranger stellen, so, ja, wir sind im Mittelalter. Ja. Kehrt die Angelegenheit unter den Teppich, wow, was sind wir für ein demokratisches Vorbild, wenn man sich Macht erkaufen kann. Ja. Und Mitbestimmung erkaufen kann. Und wenn das Wohl des Einzelnen oder das Interesse des Einzelnen irgendwie wichtiger ist als, naja. Und das dritte war,
die dritte Variante, was war das nochmal? Hoffentlich hat er nicht alles genommen. Ja. Ja, das ist irgendwie so ein, ach, ist mir eigentlich egal, hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm. Ich duck mich mal und guck einfach woanders hin. Ja, ich musste gerade über Horsti lachen. Horsti, deswegen mögen wir dich auch so, dass du ab und zu auch deinen Zynismus hier ins Feld führst. Also mir geht es auf jeden Fall so. Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Ja, also von mir gefallen die Aussagen, die dabei stehen, nicht. Ich versuche jetzt auf die Spielwerte zu gucken, um das irgendwie mir rational herzuleiten. Und wenn ich nur darauf gucke, dann würde ich sehr gerne den hier nehmen, weil das Geld haben wir, AP, wo nichts ist, können sie uns nichts abziehen, aber vor allem persönliche Kontrolle minus 1 finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich möchte diese Angelegenheit ungern unter den Teppich kehren, aber ich möchte auch niemanden an den Pranger stellen und ich möchte auch nicht darauf hoffen, dass er nicht alles genommen, also was soll das? Also ich möchte auf keinen Fall unseren IME reduzieren. Auch nicht für 50 Tage und ich möchte nicht mit plus 10% Unzufriedenheit mich rumschlagen. Ja, rein von den Folgekosten ist für mich die auch die zweite Variante. Aber diese Formulierungen sind echt schwierig. Ja. Aber ich es weiß sollen sie wahrscheinlich auch sein. Natürlich. Sind sie immer. Also ich würde jetzt hier sagen, für mein Auge steht da gerade, kehren wir diese Angelegenheit unter den Teppich und der betreffende Minister wird ans Lebensende in einem abgelegenen Stellwerk Weichen stellen und wir wechseln ihn durch jemanden mit einem vernünftigen moralischen Kompass aus, der sich an unsere demokratische Grundordnung hält. Ist vielleicht ein bisschen länglich, aber das hätte ich gerne da stehen. Dann würde ich sehr gerne draufklicken. Ich finde es schön, dass Gerehe-Schieb jetzt auch schon anfängt, so ein bisschen paranoid zu werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das als Bumerang zurückkommt. Schön, dass wir inzwischen jetzt alle dabei sind. Also, das macht das Spiel für mich noch unterhaltsamer. Ja. Ich spinne nicht. Ihr tickt genauso. Ich habe irgendwie dieses Kerti-Angelegenheit unter den Teppich, das Einzige, wo sozusagen die Folgekosten nicht so schlimm sind. Und das kann nicht alles gewesen sein, meinst du, ne? Ja. Ja. Wir können es ausprobieren. Ja, for science, finde ich auch. Ja, das sind unsere Experimente, das ist super. Wir nennen das einfach so. Das unsere Experimente, ja. Unser Sandkasten. Luxemburg hat sich... Ach, ich war nicht schnell genug. Projekt Ressource wurde umgesetzt.